Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Das ist jetzt ein spezielles Intro hier. Ich bin nämlich quasi jetzt gerade aus der Zukunft, aus dem Schnitt, so sehe ich auch gerade aus, gehüpft, um ein kleines Intro zu drehen. Dieser Vlog war nämlich eigentlich etwas anders gedacht. Ich wollte da so ein Educational-Video draus machen und immer die Vlog-Segmente einblenden und dann wieder ein bisschen was über den CSD erzählen. Dann ist aber alles ein bisschen anders gekommen und ich habe für die Uni zwei Projekte über den CSD gemacht. Die Videos kann ich euch gerne nochmal in der Infobox verlinken. Die sind jetzt halt separat und deshalb brauche ich euch das jetzt hier in dem Video nicht alles nochmal zu erzählen. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, falls wir irgendwie dann sowas sagen von wegen, jetzt geht's zurück zum Educational Part oder irgendwie so, dann liegt das daran, dass wir eigentlich dachten, dass das Video so ein bisschen anders gefilmt wird und geschnitten wird. Ist jetzt doch nicht der Fall. Kommt jetzt auch deutlich später online, aber das ist okay, weil ich möchte euch die Inhalte nicht vorenthalten und meine FreundInnen warten auch schon darauf, dass es endlich online kommt und ich möchte es auch gerne irgendwie in meiner Vlog-Sammlung haben. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann im Outro wieder. Beautiful, macht ihr das? Wir sitzen ja Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind hier beim CSD. Und das ist super cool. Ja, es ist so roundabout 12 Uhr. Sie bekommt gerade noch ihr Ally rauf. Ich kann da nicht dran zoomen. Sie bekommt gerade noch ihr Ally raufgeschrieben, weil die ist just an Ally. And she is not, as you probably know. Oh, so good. Yes, you can. Wir melden uns später. Leute, es sind 65.000 Menschen hier, das wurde gerade durchgesagt. Und wir sind zwei davon. Woo! 3, 4, 5. Unfassbar. Oh, so schön! Da kommt die gute Musik. Egal, Hauptsache Musik! Ach, guck mal. Der Müller macht halt mit. Sag jetzt nicht, du kannst die Lyrics. Nice. The new construction. Yes. Nice. Von Herzbeben. Das ist wirklich ganz kritisch. Ja, das ist schön, aber die haben halt nicht mehr weitergespielt, Musik. Die haben dann nur noch so Techno gespielt. Ja. Wir mögen es auch, okay, wir sind Berlin genug, um Techno zu mögen.
Aber wir wollten mitsingen und wir wollten ein bisschen Gay-Music unterstützen. Hast du gerade gesagt, wir mögen Tempo? Ja. Also wir sind Berlin genug, um dazu auch zu tanzen. Ja, ich kann zu allem tanzen, aber das... Aber wir wollen ein bisschen Gay-Music auch unterstützen und haben. Und einfach so die Klassiker der Klassiker bitte. Ja, okay. Born This Way lief schon dreimal. Ja, das war auch gut. Ja, können wir auch immer wieder hin. Bitte nochmal nach vorne, das ist ja unten. Meine Damen und Herren, das sind die den CSD. Ist ja unfassbar, wie viele Menschen da sind. So crazy. Also wir haben gehört, dass 65.000 hier sind ungefähr, aber jetzt sieht man es nochmal richtig. Ist so. Unbelievable! Nice. Give us some more. Give us more. Yes, queen. You go, girl. You got this. What? No. It's the pan for me. It's the gay for me. Yes. It's the queen in the house. Everybody move. Iconic. Kleine Anregung. Für alle Leute, die so irgendwo da wohnen, wo Demos langgehen, deren Thematik ihr vielleicht supporten wollt, wie zum Beispiel CSD und hier Gay Rights, Queer Rights, einfach mal dahinstellen und Wasser ja, ausschenken. So. Oder Kinder, so. Also nicht Kinder, wenn die das mögen, okay, dann dahinstellen, Wasser verkaufen. Wir hätten sowas früher gemacht. Achso, um es zu verkaufen. Ja, wir haben in der Innenstadt das immer gemacht, ich weiß nicht, ob das egal war. Aber wir haben so Limonade dann halt selber gemacht und das halt verkauft, so in der Innenstadt, weil wir da gewohnt haben, wenn es halt richtig warm war. Haben wir es einfach verkauft, weil wir waren halt kleine Kinder, wir fanden das halt toll so. Das war auch unsere Idee. Man auch aber man könnte auch einfach kostenlos ein bisschen Wasser ausschenken. Eben, unseres hat auch weil so 20 Cent gekostet oder so, aber... Ich meine, wir haben natürlich Wasser dabei, aber so viel kann man dann auch nicht schleppen. Eben. Und we're here for an important cause, so. Yes, und es ist einfach auch, man weiß ja auch nie, wie warm es wird so. Und heute ist zum Beispiel sehr warm geworden. Ich habe schon einige Leute gehört, die gesagt haben so, ich kipp gleich um. Ja. Wir laufen irgendwie weiter als gedacht. Ja. Wir also eigentlich sollte es schon vorbei sein, aber wir laufen irgendwie weiter. Aber wir beschweren uns nicht an ihn. Ja. We still like it. Wir hätten gerne mehr Musik, aber kommen wir noch zu. Nächstes Mal nehmen wir unsere eigene Box mit. Sowieso, das sollten wir machen. Wunderschön. Sehr gut. Dankeschön. Ja, hast du alles schon? Nice. Wir haben was zu trinken. Und da war gerade ein Typ, der den queeren Menschen da angeboten hat, ihnen Wasser zu kaufen. Was ich sehr, sehr cool finde. Wir haben ja gerade noch drüber geredet. Das ist die Solidarität, die wir brauchen. Yes. Da spricht jemand, aber ich glaube, es ist keine Rede, sondern die Polizei. Ja, das könnte sein. Irgendwie gibt es keine Reden oder wir haben sie verpasst. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir sie verpasst haben. Ja, und die anderen warten auf uns. Oder wir gehen jetzt wieder zurück in die Masse. Deshalb müssen die Masken jetzt wieder auf. Aber es war sehr, sehr, sehr schön. Langsam setzt ein bisschen der Kopfschmerz ein. Ich muss auch viel trinken jetzt. Ja. It's worth it. Ich glaube, bei ihr glaubt man auch, dass sie mit 15 auch schon genau so starr stand. Gesagt hat, so alle mit dem Patriarchat, hier und jetzt. Yes, I think so too. Hi, Conny. Uns ist gerade mal aufgefallen, wie sicher man sich hier einfach fühlt. Ja. Ganz, ganz schön. Ein riesiges Safe Space, weil halt die ganzen Leute einfach sind wie wir. Wir sind wieder zu Hause. Wie war's? Deine erste Freund? Crazy. Wobei ich glaube, dass bestimmt sonst im normalen Zustand ein bisschen krasser noch ist, weil... Mehr Musik, mehr Wagen, mehr auch so Reden. Ich weiß nicht, ob die dazwischen oder danach immer gehalten werden, aber es war jetzt wirklich gar nichts. Eigentlich waren Reden angekündigt, aber irgendwie waren keine... Ich glaube, die durften wahrscheinlich auch zum gewissen Teil nicht, wegen jetzt eben Koronski. Also es waren relativ strenge Auflagen. Es waren welche angekündigt, aber wir hatten ja auch schon erzählt, dass halt zwischendrin so OrdnerInnen langgelaufen sind, die eingebeten haben, die Musik aus- oder leiser zu machen. Ich weiß auch nicht genau, was es damit auf sich hatte.
Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es war richtig schön, auch wie offen die Leute irgendwie waren. Man konnte mal wieder ein bisschen lachen und Party machen. Lachen und Party machen. Ja, und natürlich demonstrieren. Aber deshalb, da hätte ich halt gerne noch ein paar Reden gehört. Damit es war mehr, CSD-Protestcharakter ja, wiederbekommt. Aber das war beim letzten Mal dann ein bisschen mehr, als ich hatte. Ich finde auch, dass wenig Schilder und sowas so da waren. Ja. Also sehr viel, einfach das Leute, die sehr viel getrunken haben. Aber trotzdem sich irgendwie ausgelebt haben, das ist ja, gehört ja auch so ein bisschen dazu. Und es war wirklich ein riesiges Safe Space. Also selbst die Leute, die halt total drauf waren, da war niemand irgendwie böse drauf. Da war niemand gewalttätig, gewaltbereit oder so und hat da irgendwie randaliert. Also es war, ich glaube generell auch für die Polizei wahrscheinlich eine der entspanntesten Demos, was ich so denken auch, würde. Also wir haben zumindest jetzt nichts mitbekommen. Gar keine Probleme. Also ich habe keine Probleme mit der Polizei mitbekommen, aber das heißt natürlich nicht, dass es keine gab. Ja. Das ist also... Genau. Das war richtig schön. Yes. Einfach sehr, thank sehr bunt. You for joining. Yes. Aber ich glaube, es war auch, ich kann mir das gut vorstellen, so von oben, so Luftaufnahmen sehen bestimmt richtig cool aus, weil es einfach eine bunte Masse ist. Wir schauen heute Abend auf jeden Fall auch Tagesschau und gucken mal, ob wir da drin sind. Vielleicht habt ihr uns ja gesehen. Also ich glaube, du hast schon eine recht große Chance, dass du irgendwo auftauchst. Ich habe sehr wenig Kameras gesehen. Aber wenn welche da waren, dann waren wir auch da. Ja, mal gucken. Aber ich habe gerade eben schon zu Mali gesagt, deshalb mache ich YouTube, weil ich überlasse diese Verantwortung nicht anderen Menschen. If I want the camera, I get one. Ja. Ja, es war wirklich sehr, sehr cool. Und wir waren ja wirklich richtig viel, das hast du ja zwischendurch auch gesagt. Ja, 65.000. Bin mal gespannt, was sie in der Tagesschau sagen. Nochmal ein kleiner Reminder, ne? Mit dem Glitzer. Schön mit Papier abmachen. Mikroplastik. We don't want that in the Abfluss. Mein Englisch ist in letzter Zeit wieder ganz... auf einem ganz neuen Level. Ja, aber ist für K-Pop, ne? Liegt das am K-Pop, meinst du? Schon, weil du die ganze Zeit Subtitles liest, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ich konsumiere generell einfach viel englischen Content. Okay. Ich glaube, es ist ja einfach ein bisschen... I'm so international. Ich habe sogar auf den Füßen Glitzer. Oh, wir haben eine in der Bahn gesehen, die hatte so einen Regenbogen auf ihren Schuhen. Das sah so cool aus, so richtig draufgestickt, aber nicht nur so jetzt so drauf gemalt, glaube ich. Ich glaube, das war so eine Sonderedition von einem. Ja, das sah richtig cool aus. Ich finde das richtig fancy. Und was ich gerade sagen wollte, der Glitzer kommt von einer Person, die hatte den ganzen Oberkörper voll und war gerade dabei, einer Frau auf ihrer nackten Brust auch noch Glitzer zu machen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das eher gar von den Pronomen gar nicht eher vielleicht war. Die das Person. Nicht. Die Person. Wissen auch nicht, ob sie eine sie war. Ja, oder? You're right. They. Look where we are at. You're calling me out. Ja. Gelernt. Du hast gelernt. Okay, letzter Vlog-Clip. Wir springen zum Outro. Aber schon mal danke fürs Zugucken. Und jetzt geht's wieder in den letzten Educational Part. Ja, da bin ich wieder, wie versprochen am Anfang. Ich hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat. Wir sind jetzt hier nicht beim Educational Part, sondern einfach nur in der Endcard im Outro. Hier und hier kommt ihr zu zwei anderen Videos. Wenn euch die Videos zum CSD speziell interessieren, schaut da auf jeden Fall auch sehr gerne vorbei. Da steckt sehr viel Arbeit drin. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, gefällt euch das ja vielleicht auch. Lots of love. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!